Wie hat sich denn das Leben verändert durch die Heirat mit einem Diplomaten? Naja, erst schon mal dadurch, dass sie natürlich viel angenehm in der Welt rumgekommen sind. Und zwar, dass im Jahr 1955 erster Auslandsposten in Amerika, San Francisco, das war Paradies. Paradies und eine ganz andere Welt. Dann war der zweite Posten Rom, auch sehr schön, ganz anders, Kultur, alte Kultur. Und dann ging es nach Paris. Es waren also drei wirklich sehr schöne Posten, insgesamt 10 Jahre. In den 10 Jahren sind 6 Kinder geboren, an jedem Ort zwei. Na mehr, zwei haben wir Amerikanerinnen, zwei in Italien und zwei in Paris. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und dann war man natürlich mit einer großen Familie sehr beschäftigt. Und insofern ergab sich für mich die Möglichkeit auch gar nicht durch die Heirat mit einem Diplomaten. Meine Freundinnen, die haben ja alle dann noch als Referendarzeit gemacht, ich nicht. Ich habe das dann einfach ad acta gelegt. Hat sich da nichts mehr verändert. Und dann natürlich, weil mein Mann ja sehr lange in Bonn, insgesamt 15 Jahre, hat da bis zum Staatssekretär alles durchgemacht. Das war eine arbeitsreiche Zeit mit der großen Familie, aber mit den wachsenden Aufgaben meines Mannes auch eine sehr interessante Zeit. Und danach sind wir dann als ersten Posten nach Washington gegangen, als Botschafter ist er dahin gegangen und dann wieder nach Rom nochmal. Und ich muss sagen, für mich ist Amerika immer ein wunderbares Land gewesen und in der damaligen Zeit auch für eine Frau ein sehr modernes Land, in dem alles schon so war, wie es heute auch oder bei meinen Kindern später selbstverständlich war. Ich habe es sehr genossen, beides, in San Francisco, auch in Washington hinterher und habe besonders geschätzt die Herzenshöflichkeit der Amerikaner. Wir waren ja auch in Frankreich, da sind die Menschen auch sehr höflich, aber sie sind höflich. Und wir waren in Italien zweimal. Die Menschen sind warmherzig, aber sie sind distanziert. Aber Amerikaner sind wirklich von unglaublicher Herzenshöflichkeit, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit und Offenheit gegenüber dem Fremden. Es war also für mich, ich würde immer sagen, anders als mein Mann, er würde immer vielleicht doch die romanischen Länder nehmen. Für mich war immer Amerika, mon amour.